Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und meine große Vision ist es in meinem Leben, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität wirklich in die Mitte unserer Gesellschaft zu bringen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn mehr Menschen in ihrer Mitte sind, in Verbindung mit sich selbst sind, in ihrer Ruhe sind, in ihrem Urvertrauen wieder sind, dass wir in einer komplett anderen Welt leben werden. Und dafür gehe ich los, dafür gibt es diesen Podcast, dafür gibt es meine Bücher, meine Kurse, alles. Und ich bin dir super dankbar, dass du hier bist, wir Zeit miteinander verbringen können. Und die Folge heute ist eine etwas andere Folge als viele meiner anderen Folgen, denn heute spreche ich mit dir über die Wahrheit, über die wirkliche Wahrheit von Laura Marlina Seiler. Ja, also ich räume heute mal mit mir selbst auf hier im Podcast so ungefähr, denn ich habe festgestellt oder ich merke immer wieder, wenn ich auf Events bin oder auch natürlich viele E-Mails, Nachrichten, die ich bekomme, dass viele von euch denken, dass ich eine bestimmte Art und Weise von Leben führe oder ich auf eine bestimmte Art und Weise bin. Und wo ich oft denke, nein, so bin ich gar nicht. Und ich versuche heute in dieser Folge, dir Dinge über mich zu teilen, mit dir Dinge über mich zu teilen, die mich dir vielleicht ein bisschen nahbarer wieder machen und damit auch ganz, ganz klar einfach zu sagen und zu zeigen, ich weiß nicht mehr oder weniger als sonst irgendjemand anderes. Ich versuche einfach nur, mein Bestes zu geben und Menschen zu inspirieren und selbst ein so möglichst erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen, wie ich es kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich perfekt bin. Das heißt lange nicht, dass mein Leben perfekt ist. Das heißt einfach nur, dass ich versuche, mein Bestes zu geben. Und diese Folge ist eine Einladung an dich, nicht zu denken, dass bei mir alles immer geil ist und dass ich auf alles eine Antwort habe und dass ich den ganzen Tag auf mein Meditationskissen setze, nur ayurvedisch esse und Mantras rezitiere. Ich bin Mama, ich habe 2 Kids, ich habe ein ziemlich wildes, buntes, durcheinanderes Leben und genau dafür ist diese Podcast-Folge heute da und ich hoffe einfach, dass sie uns auf einer Herzensebene verbindet und dir auch das Gefühl gibt, dass du nicht so streng mit dir sein brauchst und aufhören kannst zu glauben, ich muss es so machen wie Laura und dabei mache ich es gar nicht so. Ja? Deswegen viel Spaß mit dieser Folge, mit der wirklichen Wahrheit über Laura Marlina Seiler. Ich hoffe, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß damit. So schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Und die Idee zu der Folge ist, ich habe es gerade schon im Intro so ein bisschen erzählt, die Idee zu der Folge ist in den letzten Monaten in mir entstanden, weil ich gemerkt habe, dass ein Bild bei manchen Menschen von mir existiert, das nicht so ist, wie ich bin. Und dass ich glaube, dass das auch dazu führen kann, dass jemand, der so über mich denkt, das Gefühl hat, dass es bei ihm oder ihr nicht so läuft oder dass es bei ihm oder ihr, dass man irgendwas falsch macht. Und also warum funktioniert es bei Laura, aber bei mir nicht zum Beispiel? Und ich hoffe einfach so sehr, dass diese Folge dir dabei hilft, mich wieder oder einfach generell als einen ganz normalen Menschen zu sehen. Denn ich bin genauso wie du und ich habe meine Themen, ich committe mich nur zu 1.000.000% zu meinem eigenen persönlichen Wachstum. Das ist das, was ich mache. Und ich bin sehr neugierig für alles, was Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität betrifft und bin mein eigenes bestes Testimonial, so kann man das, glaube ich, sagen. Ich teste jegliche Theorie, die ich habe, an mir selbst. Und manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Aber ja, ich freue mich einfach, in dieser Podcast-Folge ein bisschen von mir zu erzählen. Ganz andere Dinge, als ich sie vielleicht bis jetzt auch hier in dem Podcast erzählt habe. Denn ihr alle, wenn du meinen Podcast schon länger kennst, du kennst dann meine komplette Lebensgeschichte. Du weißt, wie ich aufgewachsen bin. Du kennst meine Traumata. Du kennst meine schönen Momente, meine nicht so schönen Momente. Zu all dem gibt es Podcast-Folgen mit 1.000.000 Geschichten, die ich dir erzähle. Heute geht es wirklich um knackige 21 Facts über mich, wie ich bin und vor allen Dingen, was mir wichtig war, als ich mir diese 21 Dinge auch überlegt habe, die ich dir gerne erzählen möchte,
zu zeigen, dass ein spirituelles Leben zu leben nicht bedeutet, dass du ein perfektes Leben hast. Es bedeutet auch nicht, dass du den ganzen Tag wirklich nur Basenfasten machst und Mantren singst und die ganze Zeit irgendwie Palo Santo räucherst und Karten legst und meditierst und immer nur nice bist und kind und so. Das sind alles Tools und Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um in Verbindung mit dir zu sein. Aber was für mich ein spirituelles Leben zu leben bedeutet, ist wirklich in Verbundenheit zu sein mit dir selbst. Und es bedeutet, vollkommen du selbst zu sein. Und zwar unapologetically du selbst zu sein. Also wirklich dir einfach vollkommen zu erlauben, du zu sein. Das ist das, was für mich gelebte Spiritualität bedeutet. Und nicht nur es dir zu erlauben, sondern eben auch allen anderen um dich herum. Und du wirst es sehen an meinen 21 Punkten, das bedeutet eben auch, dass das ganz viele Facetten beinhaltet. Und diese Kunst, sich selbst mit all dem, was du bist, zu umarmen, zu lieben, zu halten, durch dieses Leben zu navigieren, das ist gelebte Spiritualität. Und es ist easy, all das zu tun, wenn wir so vollkommen in Bliss sind, in der Meditation und in unser Herz gehen und Liebe nach draußen bringen. Und natürlich liebe ich das auch. Und es ist für mich eins der wichtigsten Tools, immer wieder in diesen Check-in zu gehen. Aber die Realität ist ja, wenn du wieder die Augen auch aufmachst und wenn du im Alltag bist und wenn du in deinem Job bist und mit deinen Kindern bist und mit Freunden bist oder mit Herausforderungen konfrontiert bist, dann ist ja die Frage, wer bist du dann? Und in den Momenten mit sich verbunden zu sein, in den Momenten im Vertrauen zu bleiben, das ist das, worum es mir geht, auch in meiner Arbeit. Und das bedeutet auch auf der anderen Seite, sich selbst wirklich gut zu kennen, mit sich selber Zeit zu verbringen, sich selbst zu verstehen und all das zu embracen, all das zu umarmen, all das anzunehmen, wer du bist. Okay? Das als kleines Intro. Und ich habe mir die Sachen tatsächlich hier in einer Notiz in meinem Handy aufgeschrieben, weil ich in den letzten Tagen ein bisschen gesammelt habe, was die 21 Dinge sind, die ich mit dir teilen möchte. Und ich habe versucht, dass das alles Dinge sind, die ich bisher noch nicht im Podcast geteilt habe. Das war jetzt natürlich gar nicht so einfach, weil ich habe gefühlt mich schon so oft komplett nackig gemacht in diesem Podcast, emotional, mental, historisch. Aber ja, es ist alles Mögliche dabei. Es ist viel Essen dabei. Es sind viele Momente dabei. Aber ich fange jetzt einfach mal an. 21 Dinge, die du über mich wissen solltest. Und von denen ich einfach hoffe, dass sie dir zeigen, dass ich genauso einen an der Waffel habe, wie du wahrscheinlich auch. Und dass ja das gerade das Schöne ist, ja, dass wir alle komplett einen an der Waffel haben. Aber mit diesem alle einen an der Waffel haben, ist es ja dann irgendwie auch schön. Ich habe gerade gedacht, miteinander diese Waffel zu essen, ja, und Spaß dabei zu haben und die zu genießen. Und das bringt mich auch direkt zu meinem allerersten Punkt. Ich kann nämlich tatsächlich nicht kochen. Also ich könnte wahrscheinlich kochen, wenn ich es wollen würde, aber ich mag nicht so gerne. Also doch, das stimmt auch nicht. Ich mag eigentlich auch gerne kochen, aber es ist für mich super schwierig. Also es gibt Dinge, die fallen mir total leicht, wie irgendwelche Sportarten oder so. Aber kochen ist für mich, ich finde es krass schwierig, allein mir ein Rezept rauszusuchen, in den Supermarkt zu gehen, all das einzukaufen, ist für mich, das ist für mich, also es klingt echt bescheuert, ne? Aber es ist für mich richtig schwierig. Das ist, ja, ist eine große Herausforderung immer. Deswegen koche ich nicht so gerne, ich lerne es aber. Für mich ist dieses Jahr mein Jahr des Inner Glow, was auch bedeutet, mich gesünder zu ernähren, besser zu kochen. Und deswegen fange ich seit Januar, habe ich angefangen wieder zu kochen. Es funktioniert bis jetzt auch ganz gut, aber die Lernkurve ist steil, würde ich sagen. Und in diesem kulinarischen Ding gibt es zwei Dinge, die ich ganz besonders gerne mag. Und zwar, ich liebe Pommes. Ja, also das ist wirklich, seit ich klein bin, gib mir eine Pommes und ich bin glücklich. Also es ist wirklich, ich brauche nicht viel, außer eine Pommes. Am besten ein bisschen mehr als eine Pommes, weil eine Pommes ist irgendwie auch dann traurig. Aber einfach Pommes, wenn ich eine Pommes esse, bin ich echt happy. Und Zartbitterschokolade, das sind die beiden Dinge. Also wenn du mich mal irgendwo siehst auf einem Event oder so und du hast das Gefühl, hey, ich würde Laura gerne, nee, ist am besten nicht, weil das nächste Mal, wenn ich auf einem Event bin, kriege ich 50.000 Pommes. Also das ist wahrscheinlich doch nicht so eine gute Idee. Aber ich liebe Pommes und Zartbitterschokolade.
Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den du über mich wissen musst, ich habe einen absolut bekloppten Musikgeschmack. Das bedeutet, wenn du in meine Playlist gehst, bei Spotify zum Beispiel, von meinen Lieblingssongs, dann ist es nicht so, dass da so ein Genre drin ist oder so, sondern die sieht dann ungefähr so aus, Notorious B.I.G., Ludovico Einaudi, Bach, Mozart, Pink, dann kommt meistens irgendein Kinderlied, weil es sich in irgendeiner Playlist oder irgendwie Staubsaugergeräusche oder Föhngeräusche oder so, die ich noch von als ich meine Kinder versucht habe, schlafen zu legen, in meinen Playlisten habe. Dann kommt, was höre ich noch? Ich liebe Dancehall zum Beispiel, Dancehall, Reggae, deutschen Hip-Hop mag ich zum Beispiel auch super gerne, amerikanischen Hip-Hop mag ich gerne, aber genauso feiere ich krass klassische Musik, Mantren, Krishna Das. Also deswegen, meine Playlist ist wirklich, ich glaube, jeder andere Mensch, der da durchgehen würde, würde sich einfach denken, was denn da passiert? Weil ich so, das Einzige, was ich nicht höre, ist tatsächlich elektronische Musik, aber sonst wirklich querbeet einfach alles. Und ich feiere das. Ich liebe das auch, wenn ich dann Auto fahre und ich weiß nicht, welches Genre als nächstes kommt, ja, und bin dann, überrasch mich selbst quasi immer wieder mit meiner eigenen Playlist. Also ich habe einen sehr, sehr durcheinanderen Musikgeschmack. Und es gibt tatsächlich nicht so das eine Genre. Aber wenn ich zum Beispiel tanzen oder feiern gehe, liebe ich es, entweder zu 90er-Jahre-Musik feiern zu gehen, also so Backstreet Boys und solche Sachen, Spice Girls, was gibt's denn da noch, was man so, ja, ihr kennt sie alle, Britney Spears. Also so eine richtig geile 90er-Jahre-Party finde ich schon immer sehr, sehr nice. Oder aber tatsächlich eine Dancehall-Party oder eine gute Hip-Hop-Party. Das wären die Partys, zu denen ich gehen würde. So, der nächste Punkt, der dritte Punkt, das eine wisst ihr, ich liebe Tiere. Also ich bin so jemand, ich liebe Tiere. Manchmal denke ich mir, das hört sich jetzt fies an, ich weiß, aber manchmal denke ich mir, ich liebe Tiere ein bisschen mehr als Menschen. Weil ich finde, irgendwie Tiere sind dann irgendwie doch meistens die irgendwie nettere Spezies. Aber unabhängig davon, für mich sind Tiere einfach, ich liebe es. Wenn Tiere um mich rum sind, habe ich das Gefühl, fährt mein System einfach in so eine andere Energie und ich bin total verbunden und ausgeglichen und voller Liebe. Aber in diesem Kontext von ich liebe Tiere gibt es ein Tier, ist tatsächlich nur ein Tier, vor dem ich auch tatsächlich seit ich ganz, ganz klein bin, eine panische Angst habe, und das sind Schlangen. Und das ist bei mir tatsächlich so krass, wenn ich ein Buch aufmache, es gibt ja irgendwie so von National Geographic und so ne, diese Tierbücher. Und wenn ich so, ich weiß noch als Kind, wenn ich so ein Buch aufgemacht habe, wo so eine Schlange drin war, auch wenn ich es mir gerade nur vorstelle, ich muss das zumachen, ich kann dieses Buch dann nicht angucken. Also es ist wirklich so krass. Und ich war vor, letztes Jahr im Herbst war ich mit Freunden im Urlaub und den Kids und dann waren wir im Pool und der Sohn von meiner besten Freundin hatte so eine, ihr kennt ja diese Schlangen, ne, diese das ist nicht Plastik, sondern wie so Silikonschlangen, die sehen aber halt wirklich aus wie eine Schlange und er hat damit gespielt und dann hat er die im Pool geworfen und ich war im Pool in dem Moment und dann meinte er so, Laura, kannst du die Schlange für mich aus dem Pool holen? Und ich stand halt direkt davor. Und ich wirklich ungelogen, ich wusste ja, es ist keine echte Schlange. Es ist eine Kinderspielzeugschlange, die unten auf dem Boden von diesem Pool lag. Und ich habe 10 Anläufe genommen, um runterzutauchen und sie aufzuheben. Und ich konnte es einfach nicht. Und es war in meinem Kopf, ich war zwischen hysterischem Lachen, Weinen, irgendwie nicht wissen, was ich tun soll. Weil ich wollte zu dieser Schlange tauchen und sie einfach aufheben und ich konnte es nicht. Ich habe es nicht hingekriegt. Und alle um mich rum an diesem Pool haben sich bepisst vor Lachen. Die standen, konnten nicht mehr. Alle Kinder, alle meine Freunde waren so, Laura, heb jetzt einfach diese. Und ich war, ich kann nicht. Okay, ich mach's, okay, ich kann nicht. Und das war so krass. Also bis heute habe ich diese Phobie vor Schlangen noch nicht gelöst. Ich weiß, ich muss eigentlich einfach nur mal eine Hypnose dazu machen, aber ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber es ist total crazy. Dieses Gefühl auch einfach, was das bei mir auslöst, weil ich weiß ja, es sind mega tolle Tiere, aber ich da irgendwas, keine Ahnung, vielleicht wurde ich mal von einer gefressen oder so, I don't know. Der vierte Punkt, ein random Fact, der aber vielleicht ganz spannend war. Mit 15 habe ich mich dazu entschieden, nach Venezuela zu gehen und war dann mein Highschool-Year in Venezuela, in Mérida, in den
Anden. Und es war 2022 und 22 gab es einen Putsch gegen den damaligen Präsidenten von Venezuela, Hugo Chavez. Und der wurde dann versucht, quasi zu putschen. Und dann mussten wir leider alle das Land wieder verlassen. Und dann bin ich wieder nach Deutschland. Und ich war unfassbar traurig. Es war für mich so schlimm, wieder zurückzugehen nach Deutschland, weil ich unbedingt da bleiben wollte, weil ich hatte wirklich Time of my life. Und bin dann 2 Wochen später, ich bin im Dezember 2022 zurück nach Deutschland geflogen. Es war wirklich so eine 24-Stunden-Aktion. Wir mussten unsere Koffer packen, alles einpacken zum Flughafen und sind aus dem Land geflogen worden, weil nicht klar war, werden die Flughafen gesperrt, wird es einen Bürgerkrieg geben. Und gab es zum Glück damals nicht. Aber es war aus Sicherheitsgründen sind wir dann ausgeflogen worden. Ich habe nur geheult, bin dann nach Hause gekommen, habe tatsächlich Weihnachten zu Hause gefeiert und bin dann 2 Wochen später nach Bolivien und konnte da dann mein Highschool-Year zu Ende machen und war da in Sucre, einer wunderschönen kleinen Stadt, auch in den Anden. Und habe da auch Spanisch gelernt, also ich spreche auch Spanisch und hatte da eine mega, mega schöne Zeit und dadurch auch eine ganz große Liebe zu Lateinamerika und der Kultur, den Menschen, der Sprache. Und es war für mich einfach eine unglaublich krasse Erfahrung, vor allen Dingen dann auch in Bolivien, weil ich habe da die Familie gewechselt, in der ersten Gastfamilie, in der ich war. Es war ganz schlimm, da war ich super unglücklich und konnte dann zum Glück die Familie wechseln und bin zu einer Freundin gekommen, die ich da kennengelernt habe. Und die war aber sehr, sehr arm. Also die Familie von ihr war sehr arm. Es war nur sie und ihre Mutter. Der Vater war gestorben 10 Jahre vorher. Und es war, also ich weiß noch, wir hatten manchmal eine Woche keinen Strom, weil die kein Geld hatten, die Stromrechnung zu bezahlen. Kein Wasser, kein warmes Wasser. Wir haben dann immer, draußen gab es eine Feuerstelle, wo wir wirklich Wasser warm gemacht haben. Das wurde dann in die Badewanne gemacht. Und dann konnte man da drin quasi baden einmal die Woche. Und solche Sachen. Aber das war für mich, es war mit die schönste Zeit meines Lebens. Die Menschen, mit denen ich da war, die Kultur, alles einfach. Ich habe das so genossen und ich war so glücklich da. Und das ist sowas, was ich bis heute wie so einen Schatz in meinem Herzen trage. Ich war nie wieder da tatsächlich. Das ist immer noch auf meiner Bucketlist, irgendwann zurück nach Venezuela und Bolivien zu gehen. Aber es hat mir vor allen Dingen beigebracht, einfach to be humble, also wirklich das wertzuschätzen, was du hast. Und gerade in Deutschland, wir haben einfach alles, was wir uns vorstellen könnten. Vor allen Dingen, was wir so oft vergessen, wir haben Freiheit. Ja, wir sind komplett frei, wir sind geschützt. Wenn irgendwas passiert, können wir einen Krankenwagen anrufen. Es ist so unglaublich, in was für einem Land wir leben, mit was für einer Freiheit wir leben. Und für mich ist es dann gerade auch immer, in andere Länder zu reisen und da tatsächlich auch zu leben, ein unglaublicher Wert, den man dann bekommt, auch wenn man wieder nach Hause kommt, das zu sehen und das wertzuschätzen. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe gerade die ganze Zeit 2022 gesagt, ist natürlich Quatsch, weil das war letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr mein Highschool-Year gemacht. Es war natürlich 2002, 2003, also es ist schon ziemlich lange her. Ach ja, und weil ganz viele Leute immer fragen, wie alt ich eigentlich bin, ich werde dieses Geheimnis jetzt auch gerne lüften, 25. Natürlich nicht. Ich bin 36. Ich bin am 10. August 1986 in Überlingen am Bodensee geboren worden. Ja, also falls du dich schon mal gefragt hast, wie alt ich bin, also mein biologisches Alter, das ist ja nicht mal das biologische Alter, wie nennt man das denn, dieses Alter, das Zahlenalter, das numerische Alter, ist 36. Alle anderen Alter sind andere Alter quasi. Also ich glaube, naja, egal, das wäre jetzt ein ganz anderes Podcast-Thema nochmal. Gut, der nächste Punkt. Oh, spannend. Random Fact. Also ich habe dann in Holzminden gelebt. Später, wir sind dann von Überlingen nach Holzminden gezogen. Und ich war da auf einem Internat im Landschleim am Solling. Und unten in diesem Internat, also wenn man die Straße runtergefahren ist, gab es einen kleinen Edeka. Und da waren wir immer einkaufen und meine Eltern waren sehr streng. Wir durften immer keine Süßigkeiten essen. Das war bei uns, es gab einfach keine Süßigkeiten. So das höchste der Gefühle war am Geburtstag Orangensaft. Und ich weiß noch, als ich 5 oder 6 war, habe ich tatsächlich all meinen Mut zusammengenommen, ja. Und in diesem Edeka ein Kirsch-Huba-Buba geklaut. Und kann mich noch erinnern, wie aufgeregt ich war. Also ich habe lange diesen Plan ausgeheckt, ja, wie ich das mache,
und haben diesen Plan dann auch durchgeführt und habe es tatsächlich auch nicht zurückgegeben. Also ich habe es wirklich geklaut. Bin ich heute natürlich nicht mehr stolz drauf. Ich kann aber dennoch meine Motive verstehen, warum ich es damals gemacht habe. Und ich habe dieses Huba-Buba geklaut. Saß hinten in dem Auto, wir sind nach Hause gefahren. Ich habe dieses Huba-Buba die ganze Zeit, ich hatte es, glaube ich, dann hinten in meiner Hosentasche stecken, habe die ganze Zeit gehofft und gebetet, dass meine Eltern das nicht mitbekommen. Und bin dann hinter den Reitstall gegangen, den es da gab in dem Internat, und habe, glaube ich, tatsächlich ein Huba-Buba nach dem anderen gegessen. Und es war einer der schönsten Momente meiner Kindheit. Einfach dieses Gefühl, ja, dass ich das geschafft habe. Ich weiß, es ist pädagogisch gerade überhaupt nicht wertvoll, falls Kinder zuhören. Dennoch habe ich ja gesagt, ich möchte sehr ehrlich sein hier in diesem Podcast. Und vielleicht hast du auch mal was geklaut als Kind. Ist halt auch spannend, dass man ja eigentlich weiß, auch bis heute weiß ich, ja, es war nicht richtig. Und dass man es deswegen sich wahrscheinlich auch so gut daran erinnern kann, weil man sich irgendwie dafür schämt. Aber trotzdem weiß ich noch, wie glücklich ich war, diese Huba-Bubas zu essen. Das war ein schöner Moment. Und aber auch dann zu merken, wie krass schwierig es ist, Huba-Buba zu kauen. Weil die sind ja viel zu groß für so einen Kindermund. Naja, anderes Thema. Der nächste Punkt ist, nein, ich meditiere nicht jeden Tag. Also ich würde unfassbar gerne jeden Tag meditieren. Ich fände es so schön, oh, dieses Gefühl so von so einem Morning Glory, so 2 Stunden Morgenroutine. Oh, gibt's aber nicht mit 2 kleinen Kindern. Deswegen, meine Morgenroutine existiert einfach nicht. Ich wache mit den Kindern auf, die machen mich wach. Dann kuscheln wir. Und dann mache ich irgendwie, während ich mit den Kuscheln, meine 1 Minute Dankbarkeit und dann starten wir in den Tag und alles andere läuft irgendwie für mich so nebenher. Und im Laufe des Tages schaue ich dann, dass ich Sport mache, dass ich im Idealfall vielleicht sogar auch Yoga mache, dass ich zwischendurch eine Breathwork-Session für mich einfach mache oder auch meditiere. Aber das ist am Ende, dass ich das alles an einem Tag schaffe, ist super selten. Wenn ich 1 von all den Sachen an einem Tag schaffe, bin ich stolz auf mich. Ja. Und das nur einfach auch, hab bitte nicht das Gefühl, vor allen Dingen, wenn du auch Mama bist oder Papa bist, du auch kleine Kinder zu Hause hast und denkst, oh, wie macht Laura das mit ihrer spirituellen Praxis? Die ist gerade wirklich aufs Minimum reduziert. Meine spirituelle Praxis ist zu leben. Mein Alltag zu leben mit meinen Kindern, so möglichst liebevoll und klar und toll zu sein, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, eine hohe Energie irgendwie reinzubringen. Das ist sozusagen für mich, ich versuche das zu leben, wofür ich früher die Tools genutzt habe, um diese innere Welt in mir zu erschaffen. Aber es ist nicht so, dass ich gerade jeden Tag meditiere. Ich würde es wirklich super gerne machen, aber ich kriege es zeitlich einfach auch nicht hin. Wenn ich es mache, bin ich stolz auf mich. Und abends bin ich oft so müde, ich schlafe einfach ein. Also ja, deswegen, ja, auch hier wieder ein spirituelles Leben zu führen, heißt nicht, dass du irgendwie radikal, krass jeden Tag deine 20 Routinen dir reinziehen musst. Vor allen Dingen nicht, wenn es sich für dich nicht gut anfühlt oder wenn es dir am Ende noch ein schlechteres Gefühl gibt, sondern worum es geht, ist, dass du guckst, was kannst du für dich tun, um in deiner Mitte zu sein, dass es dir gut geht, dass du dir deine Momente nimmst und dich aber auch nicht dafür abzuwerten, wenn du es mal nicht schaffst. Die nächsten Punkte sind ein paar kürzere Punkte. Der erste Punkt ist, ich bin ja gerade in Thailand, wo ich das hier aufnehme. Und hier wird ja auch andersrum gefahren, also links gefahren quasi. Und ich war ja auch lange in Kapstadt, da wird ja auch links gefahren. Und ich kriege es einfach nicht hin. Ich kann es nicht. Also ich fahre dann, deswegen fahre ich auch nicht mehr in diesen Ländern, weil ich einfach nicht kann, weil ich echt Schiss habe vor mir selbst, wenn ich fahre. Ich fahre und während ich fahre, bin ich so, muss ich jetzt hier oder da? So. Und das ist natürlich nicht so gut beim Autofahren. Deswegen, also ich kann nicht andersrum Autofahren. Mein Gehirn kriegt es nicht auf die Kette. Und der nächste Punkt ist, ich bin Linkshänderin. Und dann habe ich mir schon überlegt, vielleicht hängt das irgendwie miteinander zusammen. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Ach so, und auch vielleicht ein wichtiger Fakt so, ich habe rausgefunden, ich habe eine super seltene Blutgruppe, habe ich hier letztens erst erzählt. Ich bin nämlich 0 Rhesus negativ. Ist meine Blut, also hier sind jetzt wirklich hier Hard Facts, ja, über mich. Meine Blutgruppe ist 0 Rhesus negativ. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Jetzt wisst ihr das.
Vielleicht ist es irgendwann mal wichtig, diese Information. I don't know. Der nächste Punkt ist, ich kann mir keine Tanzschritte merken. Ich bin ein richtiger Tanzlegastheniker. Ich habe ja vorhin erzählt, ich war in Venezuela. Und das Erste, was wir da gemacht haben, ist ein Salsa-Tanzkurs. Und ich weiß noch, alle haben es hingekriegt. Und ich bin wie so ein, ist vielleicht auch, habe ich vielleicht irgendwie eine motorische Störung oder so, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke. Aber es ist, also ich kann mir das nicht merken. Und ich bin so fasziniert von Menschen, die so Choreografien tanzen können. Ich kann bis heute noch nicht mal Macarena. Das kann jeder. Warum? Warum kann ich das nicht? Aber es ist spannend. Naja. Gibt es von euch auch jemanden? Schreibt es mir gerne bei Instagram in die Kommentare, falls du sowas auch nicht kannst. Dann fühle ich mich nicht ganz so komisch. Der nächste Punkt, ich habe ich weiß gar nicht, wie lange es war, aber 5 Jahre auf jeden Fall geboxt. Ich habe an der Uni in Düsseldorf damals, ich war an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, wo ich Politikwissenschaft und Spanisch und Italienisch studiert habe. Ich habe das tatsächlich auch abgeschlossen. Habe ich angefangen zu boxen und dann war ich danach in Berlin und habe bei den Boxgirls in Kreuzberg, kann ich auch sehr empfehlen, sehr guter Boxclub für alle Frauen in Berlin, auch geboxt und es war mega cool und Boxen ist für mich, und ich habe jetzt auch in Berlin wieder angefangen letzten Monat, und ich habe mir gedacht, es ist so ein geiles Training einfach, weil es so, du musst, also auch da, ne, du lernst Körperkoordination, du lernst schnell zu sein, du lernst dein Gegenüber zu lesen. Es geht natürlich überhaupt nicht darum, jemand anderem weh zu tun. Man kann ja auch Sparring machen, ohne einander wirklich weh zu tun oder einfach nur mit Pratzen arbeiten oder so. Aber es ist, wenn du ein richtig gutes Training für dich suchst, wo du auch Energie rauslassen kannst und wo du einfach richtig fit wirst, ist meiner Meinung nach Boxen eine der besten Sportarten, weil sie einfach den ganzen Körper trainiert und aber auch deinen Geist. Also es ist so, ich liebe das, ich finde es richtig gut. Und auch das wieder, ne, um wieder den Haken zu schlagen zu, was ist eigentlich ein spirituelles Leben? Kann man Boxen und spirituell sein? Ja, na klar kannst du das sein. Also warum denn nicht? Ja, ich glaube, also das ist ja auch eins der wichtigsten Dinge in meiner Arbeit, was ich ja so gerne möchte, ist diese Denke über Spiritualität aufzulösen, dass Spiritualität irgendwie wirklich nur dieses einfach nur Meditieren ist. Nein, Spiritualität bedeutet alles, das zu sein, was du bist und es zu leben. Und es schließt überhaupt nichts aus. Okay, der nächste Punkt, ich weiß nicht, ob das interessant ist, keine Ahnung, vielleicht geht es dir aber auch so. Wenn ich arbeite, ich bin so jemand, wenn ich anfange zu arbeiten und weiß, okay, ich habe jetzt 3-4 Stunden Zeit, wo ich einfach arbeiten kann, dann bin ich in so einem krassen Tunnel und Flow. Und das vielleicht auch manchmal, fragt ihr mich auch, Laura, wie schaffst du immer so viel? Weil ich es schaffe, das ist auch irgendwas Komisches in mir, aber ich kann so krass, wenn mich etwas begeistert und fasziniert, so alle meine Sinne wirklich wie so laserfokusmäßig da rein tun. Und ich kriege dann auch nichts mehr um mich herum mit. Aber ich vergesse dann zum Beispiel auch zu essen. Ich vergesse zu trinken. Das ist so ein bisschen der Haken daran. Ich bin dann wirklich wie so komplett mit allem da drinne. Ja, erklärt auf jeden Fall einiges. Der nächste Punkt ist, ich habe erst mit 23, ich weiß gar nicht, was 22 oder 23, ich weiß gar nicht genau, mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, nee, es war 22, nee, warte mal, ich war 21, mit 21. Mit 21 habe ich erst mit meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung angefangen. Und davor war ich, glaube ich, ganz schön komisch. Also davor war es wirklich so, es ist so krass einfach, was Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität in meinem Leben verändert haben. Es ist wirklich, wenn ich mir so mein Leben vor 21 angucke, ist es wie Nacht. Und wenn ich mein Leben nach 21 angucke, ist so Sonnenaufgang und dann heute Tag. Es ist wirklich, es hat alles in meinem Leben verändert. Aber es war auch nicht so, dass vorher, ich bin in keiner spirituellen Familie groß geworden. Ich bin auch in keiner Familie groß geworden, wo Persönlichkeitsentwicklung irgendeine Rolle gespielt hat. Und es war etwas, was ich wirklich für mich selber gefunden habe und wo es auch eine relativ lange Zeit gedauert hat, bis das in meiner Familie auch in Anführungsstrichen, dass ich nicht mehr die war, die irgendwie ein Rad am Wandern hat. Ein an der Waffel. Okay, wir sind jetzt bei Punkt 13 angekommen. Der nächste Punkt ist, ich glaube, manchmal gibt es so ein bisschen das Bild im Außen, dass ich irgendwie nie Angst habe und dass ich immer einfach alles mache. Und ja, stimmt, ich bin mutig und ich
Das ist was ich einfach auch als Kind schon gewesen bin, was mir irgendwie mitgegeben ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch mein Löwensternzeichen, ich weiß es nicht genau, oder mein Charakter einfach. Das bedeutet aber nicht auf der anderen Seite, dass ich keine Ängste habe. Im Gegenteil. Ich glaube, gerade die Menschen, die mutig sind, haben auch jede Menge Ängste. Ich mache es nur mit meiner Angst zusammen. Und für mich ist zum Beispiel einer meiner größten Ängste, die ich habe, natürlich auch aufgrund meiner eigenen Geschichte und den Dingen, die ich erlebt habe, ist bei mir so krass Verlustängste. Es ist also in meinen Beziehungen, es ist immer ein Thema gewesen bis jetzt, wirklich diese krasse Verlustangst, die bei mir auch oft dazu geführt hat in meinem Leben. Das war was, wo ich in den letzten Jahren so viel dran arbeiten durfte, dass ich aufgrund dieser Angst davor, dass mich jemand verlassen könnte oder dass ich verlassen werde von einem Menschen, den ich liebe, dass ich mich selber immer so sehr zurückgenommen habe oder nicht für meine Bedürfnisse eingestanden bin und dadurch so viele Dinge gemacht habe, die ich im Nachhinein bereue, wo ich denke, warum bin ich da nicht mehr für mich eingestanden? Und das ist für mich, also wenn wir über Ängste sprechen, es ist so wichtig, mit den eigenen Ängsten zu arbeiten. Und es liegt eine solche Freiheit und ein solches Wachstum da drin, die Ängste anzugucken. Und es ist nicht so, dass ich keine habe, sondern ich habe jede Menge davon. Aber es schließt so ein bisschen an das an, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich bin einfach zu 1.000.000% meinem eigenen Wachstum gegenüber committed. Und ich gucke dahin und ich arbeite mit diesen Ängsten. Und ja, es ist super oft extrem unangenehm und schmerzhaft. Aber für mich lag und liegt da bis heute ein solches Wachstum drin. Und auch zu verstehen, dass dieses Bedürfnis nach Bindung, was als Kind dann nicht erfolgt ist, bei uns als Erwachsenen dann dazu führt, dass wir aus der Sehnsucht nach dieser Bindung uns an Menschen binden, von denen wir eigentlich wissen, dass sie uns nicht gut tun. Und das ist so krass, das für sich zu verstehen, das für sich aufzulösen, da liegt eine solche Freiheit drin. Und deswegen ist es, ja, ich habe Ängste. Meine größte Angst sind Verlustängste. Und ich habe auch oft Angst, Dinge nicht zu schaffen. Und denke mir dann aber immer wieder, ich habe alles bis jetzt in meinem Leben geschafft, was ich mir irgendwie vornehmen sollte. Warum sollte ich das jetzt nicht auch schaffen? Also ich bin da mittlerweile auch gut da drin, mein eigener bester Coach zu sein und mich da irgendwie mit auf den Weg zu nehmen. Aber es ist nicht so, dass die nicht da sind, die Ängste, sondern ich habe einfach schöne, gute Wege gefunden, damit umzugehen. Der nächste Punkt, absoluter Random Fact. Ich kann mit beiden Händen Tischtennis spielen. Also ich liebe Tischtennis spielen. Ich feiere es. Ich finde es so ein cooles Spiel. Und ich kann sowohl mit links als auch mit rechts Vorhand spielen. Wahrscheinlich, weil ich keine Rückhand spielen kann, habe ich dann irgendwann mal überlegt, okay, dann spiele ich einfach mit beiden Händen Vorhand. Aber es ist wirklich cool, weil ich kann im Spiel den Schläger von hier in die Hand, da Vorhand spielen und da Vorhand spielen. Ist deswegen auch cool, wenn man dann meistens der, mit dem man spielt, kurz ein bisschen verwirrt. Ist ein guter Trick, also kann ich jedem nur empfehlen, das auch mal zu üben. Ja, ich habe ja gesagt, ich versuche Dinge zu erzählen, die ich noch nie in diesem Podcast erzählt habe. Ja. Der nächste Punkt, ich habe ein super selektives Gedächtnis. Also wirklich insane, was ich mir für Sachen merke und ich mir aber auch nicht merke auf der anderen Seite. Mich faszinieren Menschen, die so ein Faktengedächtnis haben. Es gibt ja so Menschen, die, also zum Beispiel der Mann von meiner Schwester, der kann sich Sachen merken. Also so krasse historisch, auch mein Papa ist ja auch so historische Daten, irgendwelche Bundeskanzler, irgendwelche. Und ich höre die und denke mir, ja, das ist voll interessant. Ich würde mich voll gerne dran erinnern. Frag mich mal eine Minute danach. Eine Minute später danach. Und ich bin so, es ist weg. Es ist einfach weg. Wie gesagt, ich habe Politikwissenschaft studiert in meinem Bachelor. Frag mich mal irgendwas. Frag mich bitte nicht, weil es wäre super peinlich für mich, weil ich mich wirklich an einfach gar nichts erinnere. Und auf der anderen Seite aber kann ich mich an die komischsten Sachen erinnern. Eine Sache, die ich immer gerne erzähle, ist zum Beispiel Karat. Warum Karat heißt. Das ist, ich habe mal es war in irgendeinem Magazin, war so ein kleiner Artikel darüber, warum heißt Diamanten Karat, ne? Also warum heißt ein Karat Diamant, warum heißt es eigentlich Karat so? Und die Erklärung ist, dass es einen Baum gibt in Afrika. Und das ist der Karatbaum.
Und der hat halt diese Frucht. Ich glaube, das ist sogar auf Deutsch der Apfelbrotbaum oder irgendwie sowas. Also, ne, ist halt auf jeden Fall ein Baum. Und dessen Frucht heißt Karat. Und diese Frucht von diesem Baum, dieser Samen, wiegt, glaube ich, irgendwie genau 0,2 Milligramm oder wie viel dann eben auch genau ein Karat ist. Und die haben halt früher diesen Karat, also diesen Samen, dann aufgewogen gegen den Diamanten. Und deswegen war es dann, das ist ein Karat. Ist ja logisch, ne? Und ich habe das gelesen und dachte mir, ja, voll cool, voll logisch. Und das ist bestimmt 15 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Und bis heute ist das in meinem Kopf. Und ich denke mir so, warum? Also warum kann ich mir nicht dann auch irgendwas anderes merken? Naja, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich extrem gut bin. Ich habe ein krass emotionales Gedächtnis. Also frag mich mal nach irgendeiner Erfahrung von mir vor 25 Jahren irgendwo, was ich gemacht habe, wie die Eissorte geschmeckt hat. So, I probably can tell you about it. Ja? Also es ist alles, was irgendwie Fakten sind, geschichtliche, politische, wo ich mir denke, okay, wenn ich ehrlich bin, es gibt auch einen Teil in mir, der denkt sich, langweilig. Wahrscheinlich deswegen kann ich mich nicht dran erinnern. Aber es ist so, also es ist auf jeden Fall spannend. Naja. Genau, was noch? Oh ja, 16. Punkt. Ich war ein riesiger Michael Jackson-Fan. Ich hatte mein komplettes Zimmer voll mit Michael Jackson-Postern. Ich hatte jedes Album von Michael Jackson. Ich war ein richtig krasser Michael Jackson-Fan. Ich habe ihn geliebt. Als ich gelesen habe, dass er gestorben ist, das war für mich, ich weiß noch genau, ich war in Düsseldorf. Ich saß auf meinem Bett in meiner Wohnung in Düsseldorf. Ich war an meinem Handy und habe in den Nachrichten gelesen, dass Michael Jackson gestorben ist. Kann mich komplett dran erinnern. Ich weiß genau, wo ich war. Ich weiß genau, kann mich noch genau an alles erinnern. Es war nach der Uni. Das fand ich wirklich richtig traurig. Also Michael Jackson, ich habe den geliebt. I love you, Michael. Der nächste Punkt, 17. Ich liebe frisch gepressten Orangensaft. Dazu auch so ein bisschen die Story. Ich habe vier Geschwister. Wir sind 5 Kinder. Und wenn wir irgendwie unterwegs waren oder reisen waren oder mal in einem Restaurant essen waren, was natürlich mit 5 Kindern einfach per se schon ein bisschen teuer ist, weil alle was essen, war es immer so, okay, man darf einmal, wenn man irgendwie frühstücken war oder so, einen frisch gepressten Orangensaft trinken. Aber nicht mehr, weil das ist zu teuer. Weil frisch gepresster Orangensaft, keine Ahnung, der hat ja früher irgendwie, weiß nicht, 5 Mark gekostet oder so, ja. Und ich kann mich erinnern, als Kind, dann kriegt man ja meistens nur so 0,2 Orangensaft. Und dann sitzt man da mit seinem 0,2 frisch gepressten Orangensaft und weiß, du hast jetzt nur den. Und wenn der ausgetrunken ist, dann kriegst du keinen neuen. Und dann trinkt man den und dann ist er weg. Und dieses Gefühl als Kind, ich fand das so schlimm, dass ich mir jetzt keinen weiteren kaufen kann. Und deswegen bis heute sind so, wenn ich irgendwo hingehe, dann bestelle ich mir so einen richtig großen, frisch gepressten Orangensaft und bin so happy. Und das ist so, bis heute hat das für mich einen ganz besonderen Wert. Also ich liebe frisch gepressten Orangensaft. Der 18. Punkt, wir sind gleich durch. Der 18. Punkt ist, wäre klüger gewesen, wenn das mein 16. Punkt gewesen wäre. Aber es ist der 18. Punkt. Ich habe mit 16 angefangen zu kellnern und zu arbeiten. Weil, wie gesagt, 4 Geschwister. Und bei uns in der Familie war immer klar, wenn du Geld verdienen oder wenn du Geld haben willst, gehst verdienen. Und ich habe mit 16 angefangen zu kellnern. Und ich habe tatsächlich, bis ich 26 war, habe ich gekellnert. In allen möglichen Bars und Kneipen. Ich habe in Düsseldorf im Eigelstein gearbeitet. Ich habe in Hamburg im Poletto gearbeitet. Ich habe in Berlin am Maybachufer in allen möglichen Bars gearbeitet. Ich habe in Minden im Lob gearbeitet. Ich habe immer gekellnert. Ich war tatsächlich, ich habe in Düsseldorf auch im, wo war denn das da? In einem Hotel habe ich auch eine Zeit lang gearbeitet. Naja, ich habe auf jeden Fall früh angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Und das ist zum Beispiel auch was ich mit meinen Kindern auch machen werde, dass ich finde, dass es krass wichtig ist, einen Job zu haben, auch schon, wenn man jünger ist. Weil es macht einfach was mit dir. Es macht was bis heute mit mir, wenn ich irgendwo essen gehe, diesen wahnsinnigen Respekt zu haben vor Menschen, die in der Gastro arbeiten. Weil ich einfach weiß, was es für ein
krass anstrengender Job ist, weil ich hier weiß, wie viele Gäste manchmal so unhöflich sind, wie schlecht man zum Teil behandelt wird. Und aber auch auf der anderen Seite, wie viel Mühe sich die Menschen geben. Und bis heute ist es so, ja, wo ich glaube ich auch einen anderen Blick darauf habe, wie das ist, weil ich einfach den Blick hinter die Kulissen immer hatte. Und gleichzeitig hat es mich total geprägt bis heute, dass ich so früh angefangen habe, irgendwie Geld zu verdienen und auch für mich selber zu sorgen. Und fand das mega, mega wichtig. Genau, der 19. Punkt. Kurze Side-Story noch zum Kellnern. Habe ich nämlich noch einen richtig schönen, peinlichen Moment für euch mit aufgeschrieben. Und zwar war ich damals, ich war in Berlin. Ich bin gerade frisch nach Berlin gezogen, habe einen Kellnerjob gesucht und war ich habe ja in Kreuzberg gewohnt, in der Pflügerstraße. Und hab dann bin am Maybachufer einfach in alle möglichen Cafés reingelaufen, meinte, hey, ich bin Laura, such dir eine Kellnerin. Und dann bin ich in das eine Restaurant gegangen am Maybachufer und war da der war etwas älter, der Chef aus diesem Restaurant, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich würde sagen, er war so 65 oder 70. Und ich bin dann halt zu ihm gegangen und meinte, ja, hi, ich bin Laura. Und wir standen uns dann irgendwie so gegenüber. Und ich meinte, na, ob er eine Kellnerin sucht oder so. Und er meinte, er weiß es noch nicht so genau. Hat mir einen Zettel gegeben, dass ich meine Nummer da drauf schreibe. Und dass er meinte, er meldet sich. Und dann verabschieden wir uns halt so. Und er sagt halt so, ciao. Also er nimmt halt so seine Hand hoch und sagt so, ciao, um mir halt wie so zu winken. Und ich denke mir halt, hey geil, der will mir einen High Five geben. Und volle Latte hole ich halt aus und gebe ihm einen High Five und checke in dem Moment, er wollte mir gar keinen High Five geben. Und für uns beide war dieser Moment so awkward und ich war so, okay, ciao, und bin natürlich dann rausgegangen. Und danach, ich kennt ihr diese Momente, wo man dann so geht und sich denkt so, oh shit, was habe ich gerade eigentlich gemacht? Das war so unangenehm. Naja, er hat sich natürlich nie gemeldet. Den Job habe ich nicht bekommen. Aber ja, das war so ein typischer Laura-Moment. 19. Auch wenn man es nicht glaubt, ich bin von meiner Persönlichkeitsstruktur her ein extrem introvertierter Mensch. Bedeutet, ich mag es, sehr alleine zu sein. Ich mag es alleine, oder nicht nur ich mag es, sondern ich brauche Zeit für mich, um aufladen zu können. Ich mag es lieber, mit einem oder zwei Menschen zu sein, als in großen Gruppen zu sein. Auch auf großen Events zu sein, ist für mich wahnsinnig anstrengend. Und ich mache es gerne und ich mag es auch, aber es ist für mich, ich muss mich darauf immer sehr vorbereiten, um danach nicht selber irgendwie in mir zu kollabieren, sondern dass das für mich sich auch gut anfühlt. Also auch wenn ich sehr outgoing bin mit all dem, was ich tue, ist es, weil das meine Vision ist, weil das mein Calling ist und weil es irgendwie auch meine größte Persönlichkeitsentwicklung ist, genau das zu tun, entgegen meiner Persönlichkeitsstruktur tatsächlich. Aber ja, ich bin ein sehr introvertierter und tatsächlich auch schüchterner Mensch. Also ich bin jemand, ich auf einer Konferenz oder so, um meine Hand zu heben und eine Frage zu stellen, schwierig, sehr schwierig. Also ich kann alle Menschen verstehen, die das nicht können. Das ist für mich auch, ich denke mir auch so, tu's, nein, doch nicht. Also das ist richtig krass. 20. Punkt, wir sind fast durch, ist, ich liebe so richtig kitschige Mittelalterromane. Also sowas so wie Ken Follett, Die Säulen der Erde oder wie heißen denn diese ganzen Bücher? Ich habe die gesuchtet. Ich stehe total drauf. Also alles, was so Mittelaltergeschichten sind, oh, ich finde es so toll. Ich stelle mir dann immer vor, wie ich selber in dieser Zeit gelebt habe und ein Pferd gehabt hätte und romantisiere das natürlich alles auch maximal, weil eigentlich wäre ich definitiv verbrannt worden, wenn ich im Mittelalter gelebt hätte. Aber ich finde irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie, ich liebe diese Romane und diese Geschichten aus der Zeit. 21. Punkt, wir sind jetzt zu Ende. Ich bin übertrieben schreckhaft. Also es ist so, manchmal, wenn ich in der Küche bin, und ich weiß, es ist eigentlich noch jemand irgendwie im Haus. Und dann steht die Person aber plötzlich neben mir. Ich bin wirklich so, oh mein Gott. Also ich bin wirklich so, es ist so. Und gefühlt bleibt dann alles in mir irgendwie stehen. Also ich bin, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut, das öffentlich zu sagen. Aber wenn du irgendwann mal den Impuls verspüren solltest, mich erschrecken zu wollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schaffst, sehr, sehr hoch. Also ich bin wirklich krass schreckhaft.
Genau, das waren meine 21 Punkte. Ich werde sie jetzt nicht nochmal alle wiederholen, wie ich das normalerweise im Podcast mache. Ich hoffe aber, dass ich dich gerade ein bisschen mitnehmen konnte in mich, in meine Welt, in wie ich bin. Natürlich gibt es noch 1 Million weitere Facetten und Dinge, die ich tue oder auch nicht tue. Aber ich habe einfach versucht, ein paar Dinge aus meinem Leben, aus mir, aus allem irgendwie um mich herum mit dir zu teilen, um dir zu zeigen, dass ich genauso wie du einen an der Waffel habe. Das war die Intention dieser Folge. Und auch, dass, wie gesagt, Spiritualität nicht heißt, so wie es viele eben denken, in einem Kloster zu sein und im Idealfall irgendwie den ganzen Tag nur zu schweigen, sondern für mich ist es eben genau das Gegenteil, vollkommen da rauszugehen, du selbst zu sein, so authentisch wie möglich zu sein. Und Spiritualität darf alles bedeuten. Alles, was dich ausmacht. Grenz nichts von dir aus, nur weil du denkst, das ist jetzt irgendwie nicht spirituell oder so, sondern klar, do it, live it. Das bist du, das ist dein Leben. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du zu Instagram rüberhüpfst, @LauraMarlinaSeiler, und mir unter dem Post von heute deine Gedanken dalässt. Was ist ein random Fact über dich? Lass uns Random Facts teilen. Oder gab es einen von den 21 Random Facts, die ich mit dir gerade geteilt habe, einen, den du auch kennst? Schreib mir das super gerne mal rein. Vielleicht gibt es ja einen. Vielleicht hast du auch mit 5 einen Huba-Buba geklaut. Oder irgendwas anderes. Würde ich mich nicht mehr ganz so schlecht fühlen heute. Also share it. Sharing is caring. Ja. Fühl dich umarmt, hab einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank, dass es dich gibt. Wenn du mehr zu meiner Arbeit wissen möchtest, geh einfach auf lauraseiler.com. Melde dich super gerne für meinen Newsletter an. Da sind ganz, ganz, ganz viele Infos immer drin zu allem, was ich so mache, was es Neues gibt. Dann verpasst du auf jeden Fall gar nichts. Und Big News: im Oktober startet meine Spiritual Life Coach Ausbildung. Oh mein Gott, ich freue mich so krass drauf. Man wird sich voraussichtlich ab August dafür anmelden können. Also August, September wird der Anmeldezeitraum sein. Und es gibt dafür eine Warteliste. Wenn du gerne als Coach arbeiten möchtest und von mir lernen möchtest, meine Techniken lernen möchtest, das Ganze mit einer ordentlichen Prise Spiritualität obendrauf, dann melde dich unglaublich gerne auf dieser Warteliste an. Ist natürlich komplett unverbindlich. Es ist einfach nur, dass du Bescheid kriegst, wenn die Ausbildung startet, dass du alle Infos bekommst, und den Link zur Warteliste findest du natürlich hier auch in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, dass du dich gerade ein bisschen normaler fühlst als vielleicht vorher durch diese Folge, und freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder hören. Für dich von Herzen umarmt. Rock on, Namaste, deine Laura.